Herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung unserer Reihe Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Sterbewünsche in der Hospiz- und Palliativarbeit, die ich gemeinsam mit Pastor Florian Ehlert, Arbeitsstelle Ethik im Gesundheitswesen im Kirchenkreis Hamburg, vorbereitet habe. In der Auftaktveranstaltung vor einer Woche hat Professor Riemann Sutter die Ergebnisse seiner Studie zur Bedeutung von Sterbewünschen vorgestellt. Das Thema des heutigen Abends ist der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Ist dies ein ganz normaler Vorgang am Ende des Lebens oder doch eine Herausforderung für Angehörige und Helfer? Oder beides? Ganz herzlich begrüße ich hierzu unseren heutigen Referenten, Herrn Dr. Hermann Ewald. Mein Name ist Tanja Flinghaus-Ruh. Ich bin Studienleiterin der Evangelischen Akademie der Nordkirche und ich freue mich wirklich sehr, dass wieder so viele Leute heute zu uns gekommen sind und mit uns über dieses Thema sprechen wollen. Für die technische Unterstützung bedanke ich mich, wie auch beim letzten Mal, schon jetzt bei Anna Ahlers und auch bei meiner Akademiekollegin Anne Schuft. Mein Name ist Florian Ehlert von der Arbeitsstelle Ethik im Gesundheitswesen aus Hamburg. Und meine Aufgabe ist es jetzt, in den inhaltlichen Teil des Abends einzuleiten. Nachdem wir beim letzten Mal in der letzten Woche, da ging es ja um das große Thema der Ethik der Wünsche, des Potenziellen, des Fantasieraumes, des Nachdenkens über das Sterben, was steckt dahinter, so sind wir heute jetzt in einem ganz anderen Kapitel angelangt. Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Hier hat es eine Entscheidung gegeben. Hier ist ein Prozess in Gang gekommen, der nicht mehr nur in der Fantasie oder im Nachdenken sich abspielt, sondern der ganz manifest wird. Und ich bin sehr gespannt, Herr Ewald, was Sie uns erzählen werden. Ich denke, Sie werden ganz viel auch Erfahrung haben mit diesen Prozessen. Sie sind seit 11 Jahren ärztlicher Direktor des Katharinenhospizes, besser gesagt des Zentrums für Hospizarbeit und Palliativmedizin. Und darin ist ja auch schon dann ausgedrückt, dass Sie sowohl einen stationären Bereich, aber auch einen großen ambulanten Bereich betreuen, auch in der SAPV-Versorgung in Flensburg. Eine ökumenische Einrichtung, die es seit 30 Jahren gibt. Sie sind vorangegangen sozusagen mit dem Ökumene. Mit der ökumenischen Einrichtung, die beiden großen Flensburger Krankenhäuser sind jetzt nachgezogen. Also finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Signal, sozusagen auch in ökumenischer Gemeinsamkeit diese Arbeit zu machen. Sie kommen eigentlich aus der Onkologie und haben sich aber dann sehr spezialisiert in verschiedener Weise in der Palliativmedizin, in der Palliativ-Care-Arbeit. Ja, und ich freue mich, dass Sie hier heute bei uns sind und dass Sie von Ihren Erfahrungen, von diesen ganzen Fragen uns berichten können. Und bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Dann starten wir mal. Ich habe den Vortrag so aufgebaut, dass ich erst kurz definieren möchte, was ist eigentlich freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Ich habe dann mal geschaut, was gibt es eigentlich, was durch Studien belegt ist. Es gibt ja noch nicht so wahnsinnig viel zu diesem Gebiet, sozusagen sehr wenig eigentlich. Es gibt dann so eine ethisch-rechtliche Bewertung, was ist das eigentlich, dieser freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit? Und am Ende dann ein Blick auf Familien und Helfer. Und von da aus können wir gucken, wie es dann weitergehen soll, was an Diskussionen kommt, ob noch Fälle kommen sollen oder ob sie dann in die Gruppe gehen. Ups. Was heißt freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit? Was Sie hier sehen, ist parenterale Ernährung. Das ist Nahrung und Flüssigkeit. Und die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat deswegen ein bisschen anders definiert. Sie hat gesagt, eigentlich soll es doch besser heißen, freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken. Auch unter dem Aspekt, dass Essen und Trinken ja nochmal was anderes ist als nur Nahrung und Flüssigkeit. Da gehört viel mehr dazu und deswegen finden Sie, ist das eigentlich die viel bessere Formulierung. Die Frage ist das jetzt ganz normal oder ist es möglicherweise
schon fast was Unverschämtes für die Angehörigen und für die Helfer. Es gibt eine Definition von zwei Menschen, die sehr viel da gearbeitet haben, Professor Simon und Frau Höxtra, eine Doktorandin von ihm. Sie haben es 2015 so definiert, dass sie sagen, freiwillige Verzicht auf Essen und Trinken ist die freie Entscheidung, also frei, einer einwilligungsfähigen Person, also bei klarem Verstand, das Essen und Trinken einzustellen, um absichtlich den eigenen Tod herbeizuführen. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen in der Literatur und es ist wichtig, das abzugrenzen. Es ist nicht das Verzichten auf Essen und Trinken im normalen Sterbeprozess, wo es ja so ist, dass einfach der Appetit verschwindet, das häufig zu einem Anorexie-Cachexie-Syndrom kommt, bei onkologischen Patienten jedenfalls oder schwer organerkrankten Patienten, sodass die gar nicht essen mögen. Es hat nichts damit zu tun, dass jemand psychiatrisch krank ist und deswegen nicht essen mag. Es hat nichts damit zu tun, dass jemand nicht essen kann, weil er irgendwelche körperlichen Beeinträchtigungen hat. Es hat auch nichts damit zu tun, dass Menschen dement sind und dann das Essen vergessen oder nicht mehr richtig daran denken. Es ist auch abzugrenzen gegenüber der parenteralen oder enteralen Ernährung, weil das sind medizinische Maßnahmen und das wäre ein Verzicht auf medizinische Maßnahmen. Und ebenso, das ist ja genau die gleiche medizinische Maßnahme, wenn es bewusstlose Patienten gibt, die künstlich ernährt sind mit den Forster Prognose, wo irgendwann möglicherweise entschieden wird, die Ernährung nicht weiterzuführen. Was wissen wir, was geben die Studien her dazu, was ist einigermaßen belegt? Und ich sagte schon, das ist ziemlich wenig, was einigermaßen belegt ist. Wenn man nach der Häufigkeit schaut, gibt es eine Befragung von Ärzten in den Niederlanden, das ist eine repräsentative Befragung gewesen, die gibt die Häufigkeit mit 0,4 bis 2,1% der jährlichen Todesfälle an. Und 50% der befragten Ärzte haben das schon mal erlebt und hatten Erfahrung damit. In Japan und Oregon in den USA waren es jeweils ein Drittel der Befragten, einmal Ärzte, einmal Pflegekräfte. Wenn man das für Deutschland umrechnet, dann würde das bedeuten, 2020 982.000 Sterbefälle in Deutschland, ungefähr 44.000 Allgemeinmediziner 2019. Das würde bedeuten, dass man mit gut 20.000 Fällen von freiwilligem Verzicht auf Essen und Trinken pro Jahr rechnen müsste in Deutschland und dass ein Hausarzt alle 2 bis 10 Jahre einen Fall davon sehen würde, wenn sich das völlig gleichmäßig verteilt. Und wenn man diese Zahlen direkt auf Deutschland umrechnen könnte, ich habe diese Rechnung jetzt gemacht anhand einer Studie, die später noch gezeigt wird, wo eine Auswahl von Hausärzten und Palliativmedizinern gefragt würde, welche Erfahrungen sie haben und wie häufig sie solche Patienten sehen. Das heißt, praktisch sind die Zahlen wahrscheinlich niedriger. Das ist jetzt einfach eine Kalkulation, quasi eine Hochrechnung aus wenigen Zahlen dieser Studie. Praktisch ist es wahrscheinlich niedriger, aber es weiß niemand im Moment genau, wo das denn liegt. Welche Menschen entscheiden sich für den freiwilligen Verzicht auf Ernährung und Flüssigkeit? Das sind überwiegend ältere Menschen, überwiegend kranke, pflegebedürftige Menschen und meistens mit kurzer Lebenserwartung. Auch da gibt es ein paar Studien dazu. 70% der Patienten, die Herr Bold untersucht hat, waren im Median 83 Jahre. Das heißt, die Hälfte von denen waren 83 Jahre oder älter. In Oregon war das interessant. Da wurde eine definierte Anzahl von Patienten nochmal genauer untersucht. Und von den gut 150 Patienten, die untersucht wurden, gab es gut 100, die freiwillig auf Ernährung und Trinken verzichtet haben. 55, die den assistierten Suizid gewählt haben. Das Interessante dabei ist, die den assistierten Suizid gewählt haben, waren deutlich jünger im Durchschnitt als die, die auf Essen und Trinken verzichtet haben. Man kann in diesen Untersuchungen auch schauen, einige haben gefragt, was ist eigentlich der Grund, warum macht ihr das denn? Das ist jetzt eine Zusammenstellung aus unterschiedlichen Studien. Ein Grund war die Verschlechterung des Gesundheitszustandes, unzureichende Symptombehandlung. Wenn man das liest, dann wird einem irgendwie schwummrig, weil dann denkt man, das könnte ja auch besser gehen. Lebensqualität, die als schlecht empfunden wird, das ist nachvollziehbar, weil Lebensqualität ist ja sehr subjektiv.
Manche haben gesagt, es ist doch sinnlos, weiterzuleben in der Regel, weil dann eine absehbar zum Tod führende Erkrankung im Hintergrund stand. Manche haben gesagt, sie sind einfach fertig mit dem Leben. Sie haben das Gefühl, sie sind jetzt bereit zum Sterben, deswegen möchten sie jetzt auch sterben. Ein kritischer Grund in meinen Augen jedenfalls ist dieses Gefühl, Angehörigen nicht zur Last fallen zu wollen. Das ist ja mit auch einer der Hauptkritikpunkte in dieser ganzen Diskussion. Wie viel Druck entsteht da? Manche haben das mehr auf den Verlust der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit bezogen. Auch das finde ich schade, weil man kann ja durchaus zwar abhängig, aber trotzdem selbstständig sein, wenn das von den anderen zugelassen wird, die einen versorgen. Manche wollten damit dafür sorgen, dass sie auf jeden Fall zu Hause sterben. Und manche hatten das Gefühl, sie können dadurch die Todesumstände besser kontrollieren. Das ist eine Zusammenstellung aus verschiedenen Studien von unterschiedlichen Menschen, die befragt oder die ja, befragt wurden dabei. Was wissen wir über den Verlauf? Normalerweise ist es so, dass anfangs, wenn jemand aufhört zu essen, zu trinken, sich relativ wenig ändert, außer dass er vielleicht am ersten oder vielleicht noch am zweiten Tag Hunger hat. Der Hunger verschwindet dann. Durst ist nach den wenigen Patienten, die ich begleitet habe, schon eine relevante Begleiterscheinung. In den Studien sieht das anders aus, das sehen Sie gleich. Aber da kann man relativ gut gegen arbeiten. Im weiteren Verlauf werden die Patienten häufig müder, weniger ansprechbar, schläfrig, irgendwann dann gar nicht mehr richtig wegbar und sterben dann. Subjektiv ist das Erleben nicht untersucht. Das ist ja auch schwierig, wie bei allen Untersuchungen bei Menschen am Lebensende. Die sind schwer zu befragen. Das würde bei dieser Gruppe noch für eine Weile am besten gehen, aber es ist bisher nicht gemacht worden. Wenn man die Fremdbeobachtung betrachtet, Herr Schwarz hat das untersucht, der hat festgestellt, dass es als eher würdevoll und eher friedlich beschrieben wird. Und wenn man schaut, wie lange kann jemand eigentlich damit leben, dann kann man sagen, so ungefähr einen Zeitraum von 1 bis 3 Wochen. Wenn jemand innerhalb der ersten Woche stirbt, dann würde ich eigentlich denken, das war wahrscheinlich nicht der Verzicht auf Essen und Trinken, sondern das war wahrscheinlich die Grunderkrankung, die ihn umgebracht hat. In der zweiten und dritten Woche ist es damit zu rechnen, dass die Menschen dann daran sterben, vor allem oder insbesondere dann, wenn sie wenig trinken oder fast nichts trinken. Bei den Patienten in Oregon, die vorhin schon mal aufgeführt waren, hat man festgestellt, 85% der Menschen sind innerhalb von 15 Tagen verstorben, also innerhalb von 2 Wochen. Das passt ganz gut zu dieser Einschätzung. Was sind die Belastungen, die auftreten können? Auch das ist eine Fremdbeurteilung durch niederländische Ärzte, die befragt wurden. Ein Drittel der Ärzte berichten über belastende Symptome. Und wenn man schaut, was sind die Belastungen, wie häufig sind die, dann ist eine Art von Belastung das Gefühl, das dauert viel zu lange, da ist keine Häufigkeit angegeben, aber das wird von manchen berichtet, die dann denken, wenn sie jetzt aufhören zu essen und zu trinken, dann sterben sie eher schnell, obwohl es normalerweise ja vorher besprochen wird, wie lange das dauert. Trotzdem kann die Zeit unter Umständen lang werden, wenn es eine Art von Warten auf den Tod ist. Bei einer relativ großen Gruppe treten Schmerzen auf. Das lässt sich zum Beispiel so erklären, dass viele Patienten ja sehr krank sind, einfach eine relevante Grunderkrankung haben, die ohnehin das Leben absehbar begrenzen würde, sodass sie häufig dann auch kachektisch sind und dass zum Beispiel durch das Liegen solche Schmerzen auftreten. Müdigkeit, kognitive Einschränkungen, das war, was vorher auch schon beschrieben war. Luftnot tritt bei einigen auf. Eine Verwirrtheit in der Lier. Was wir häufig ja auch sehen bei Menschen am Lebensende, kann genauso auch hier auftreten. Und was mich erstaunt, ist, dass bei diesen Studien oder bei dieser Untersuchung das Durstgefühl und die Mundtrockenheit nur mit 3% angegeben ist. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Das entspricht zumindest nicht dem, was wir bei den einzelnen Patienten, die wir begleitet haben, so erlebt haben. Im Rahmen dieser Untersuchungen sind dann Pflegekräfte und Ärzte auch gefragt worden, wie sie denn von außen den Tod einschätzen. Bei dieser Untersuchung in Oregon, das war eine sehr große Gruppe von Pflegenden, die alle im hospizlichen Bereich tätig waren, haben 50% der Pflegenden den Tod als gut oder sehr gut eingeschätzt, also in dieser Skala zwischen 0 sehr schlecht und 9 sehr gut mit 8 oder 9 bewertet. Bei 50% der Patienten, heißt aber auch, dass die andere Hälfte drunter lag. Und in den Niederlanden wurden Hausärzte gefragt, ob
das Sterben den Wünschen der Patienten entsprochen hat. 80% der Hausärzte hatten das Gefühl, das hat den Patienten entsprochen, und nur 20% hatten den Eindruck, es ist nur teilweise entsprochen oder gar nicht den Wünschen der Patienten entsprechend gewesen. Also insgesamt als ein sehr friedvolles und ruhiges und gutes Sterben empfunden in der Mehrzahl der Fälle. Ein anderer Aspekt bei den Untersuchungen geht dahin zu fragen, sowohl auch wieder die Pflegenden als auch die Ärzte, seid ihr denn einverstanden, könnt ihr das mitgehen, könnt ihr das mittragen, was die Menschen entschieden haben? Und die Pflegenden in Oregon konnten das gut mittragen, konnten auch gut sagen, dass sie dann die Begleitung, wenn jemand so entscheiden würde, auf jeden Fall weiterführen würden. Und sie befürworten diese Möglichkeit aus unterschiedlichen Gründen von Leid. Ganz wenige sehen das so nicht. In den Niederlanden waren es Ärzte, nicht Pflegende. Die konnten die Entscheidung eigentlich immer nachvollziehen und hatten auch immer das Gefühl, dass sie diese Patienten dann gut weiter begleiten könnten. Wie sieht es in Deutschland aus? Es gibt eine einzige Studie, die in Deutschland mal geschaut hat. Das sind 148 Palliativmediziner und 107 Hausärzte befragt worden. Die wurden gefragt, welche Erfahrungen haben sie mit freiwilligem Verzicht auf Essen und Trinken innerhalb der letzten 5 Jahre gemacht. Die Studie ist 2015 publiziert, die Untersuchung ein Jahr vorher gemacht worden. Und die Erfahrung wurde so angegeben, dass 62% der Ärzte mindestens einen Patienten gesehen hatten und 21% mindestens 5 Patienten. Wenn man das hochrechnet, das war die Zahl, die ich vorhin da mal kalkuliert hatte, also als aus dieser Studie hatte ich vorhin diese Zahlen rausgerechnet. Wenn man jetzt hier die holländische Studie zugrunde legt und schaut, wie viele Patienten würde man denn erwarten, dann würde man maximal 270 erwarten. Wenn man von diesen 62% und den 21% ausgeht und davon ausgeht, das wäre repräsentativ, das ist es nicht, aber wir haben halt auch keine anderen Zahlen, dann würde man zu dem Schluss kommen, dass es hier deutlich mehr wird, nämlich das wären dann schon mindestens 54 Fälle, die an Erfahrung vorliegen. Das heißt, es wären 50% mehr als in Holland. Interessant ist, wenn man das so betrachtet mit der Erfahrung der Ärzte, dass das ganz gut passen würde. Wie viele Ärzte haben Erfahrung? Trotzdem kann man die Zahlen, die ich da jetzt so kalkuliert habe, nicht als echte Zahlen betrachten, sondern das ist halt eine Hochrechnung aus ganz wenigen Daten. Aber ich fand es einfach interessant, das mal so gegenüberzustellen. Was man auch untersucht hat, das ist auch die Untersuchung von Frau Höxthal, das war ihre Dissertation, die sie daraus gemacht hat, dann, dass sie mal gefragt hat, wer hat denn den freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken initiiert? Das ist ganz interessant. Überwiegend waren es natürlich die Patienten selbst, oder 84%, aber es gab auch einen gewissen Teil, der durch Ärzte initiiert wurde und durch Angehörige. Da muss man sich dann fragen, was bedeutet das? Ich persönlich habe immer so diesen Respekt davor, wenn Sie gucken, was ist die wichtigste Sorge, die sterbende Menschen haben, dann ist es die Sorge um die Last für die Angehörigen. Und wenn man dann sieht, 7% der Patienten, die auf Essen und Trinken freiwillig verzichtet haben, sind durch Angehörige da drauf gekommen, dann geht mir jedenfalls durch den Kopf, was war das für eine Diskussion? Ist das einfach eine sehr offene, sehr klare und freie Diskussion gewesen mit jeglicher Entscheidungsmöglichkeit? Oder war das so das Gefühl, jetzt mach mal, das wird mal langsam Zeit. Das wäre fatal, wenn es in diese Richtung gehen würde. Auch hier hat man geschaut, welche Patienten sind das eigentlich? Die waren alle sehr krank, Tumorpatienten, ganz viele, also fast 60%, neurologische Patienten, fast ein Drittel. Die Lebenserwartung war kurz, wenige Wochen, 54%, also alle Patienten sehr dicht am Lebensende. Und nur ganz, ganz wenige hatten eine geschätzte Lebenserwartung von einem Jahr. Volkster hat auch nach der Belastung gefragt und das ist jetzt sehr interessant. Es gab eine Skala von 0 bis 4, das heißt, der Mittelwert lag bei 2 und Patientenbelastung wurde bei knapp 2 angegeben. Die Arztbelastung, also die Helferbelastung, bei 2 und die Angehörigenbelastung bei 2,9. Das ist auch alles Fremdbeurteilung, aber interessant ist, dass die am besten wegkommen, die Patienten sind. Das trifft es auch ganz gut, wenn man schaut, wie belastend ist der freiwillige Verzicht auf Essen und Trinken für die, die begleiten. Es ist sehr belastend, sowohl für das Team als auch für die Angehörigen.
Auch Volkster hat nach der Einstellung gefragt, ob die Ärzte mitgehen konnten und ob sie das nachvollziehen konnten und begleiten konnten. Das konnten sie, aber fallabhängig. Sie hatte 4 Fallvignetten da reingegeben. Einen tumorkranken Patienten, einen jungen tetraplegen Patienten ohne Chance auf Besserung, einen dementen Menschen und einen alten Menschen, der keine lebensverkürzende Erkrankung hatte, aber trotzdem nicht mehr leben wollte. Insgesamt lag die Zustimmung bei 3, also ein hoher Zustimmungswert. Die Ärzte konnten es gut nachvollziehen, aber am wenigsten nachvollziehen konnten sie das bei dem alten Menschen, der nicht wirklich krank war. Sie hat dann gefragt, wie die Ärzte denn diesen freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken einschätzen, ob sie das denn als assistierten Suizid betrachten würden, wenn sie das begleiten. Und 50% haben das so gesehen, und zwar vor allem dann, wenn es alte Menschen waren, die nicht wirklich krank waren. Trotzdem haben sie ihnen aber das Recht zugebilligt, freiwillig auf Essen und Trinken zu verzichten und waren auch durchaus bereit zu begleiten. Sie hat dann gefragt, das ist jetzt nicht freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken, sondern ärztlich assistierter Suizid, also was anderes, was auch mit eingebunden war in diese Studie, ob sie denn begleiten würden. Und 44% der Ärzte waren der Meinung, sie begleiten sowohl den freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken, Entschuldigung, sie begleiten zwar den freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken, aber nicht den ärztlich assistierten Suizid. 32% würden beides begleiten und 20% knapp würden weder das eine noch das andere begleiten. Gut, so viel können wir aus Studien ablesen. Wie ist jetzt die rechtliche Bewertung? Was ist das nun eigentlich? Dann gibt es nach wie vor unterschiedliche Ansichten und es ist nicht so wirklich ganz klar, wie es eingeschätzt wird. Es gibt zum einen das Argument für die Einschätzung als Suizid. Das kann man dann anführen, wenn man den Suizid sehr weit fasst. Und Herr Jochs, der einer der ausgewiesenen Spezialisten auf diesem Gebiet ist aus München, der sagt, ja, es ist ein Suizid, aber es ist eine spezielle Form davon. Es ist eine Unterform von Suizid. Und zwar deswegen, weil der Mensch sich überlegt hat, also das ist der Fokus auf die Intention der Handlung, er hat sich überlegt, ich möchte sterben. Und versteht, dass er mit dieser Handlung stirbt, führt sie dann durch und stirbt ja dann auch daran. Und deswegen bezeichnen wir als Suizid. Man kann es aber auch anders einschätzen. Das ist die Haltung, die ich persönlich deutlich bevorzuge. Also ich würde das nicht als Suizid einschätzen. Und es gibt eine Reihe von Gründen, warum nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat das mal zusammengestellt in einem Beitrag von 2019 im April. Es ist kein äußerer Eingriff. Es wird keine Gewalt angewendet. Es werden keine Dinge eingenommen, die tödlich wirken. Die körperliche Integrität wird nicht versetzt. Es ist kein plötzliches Sterben, sondern es geht über einen gewissen Zeitraum. Und dieser Zeitraum ist nicht bestimmt durch den Patienten. Die Selbstbestimmtheit bleibt erhalten. Man kann die Entscheidung rückgängig machen. Das ist niemals möglich beim üblichen Suizid. Und daraus schließt die Gruppe, die das zusammengestellt hat, das kann überhaupt gar kein Suizid sein. Es gibt ein Konsenspapier, daraus stammt das. Und das Interessante bei diesem Konsenspapier ist, es bezieht sich aber nur auf Patienten mit anhaltendem und unerträglichem Leid. Das heißt, die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin beschränkt sich darauf zu sagen, dass sie sagt, okay, wenn wir mit dem, was wir tun können in der Palliativmedizin, einfach nicht so gut sind, dass die Patienten sagen, so kann ich es aushalten, sondern dass sie das Gefühl haben, sie leiden ganz stark, das ist ja auch ein subjektives Gefühl und dieses Leid hört nicht auf und wird nicht weniger und egal, was ihr macht, es ist trotzdem da, dann billigt sie denen zu, diesen freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken als mögliche Form der Lebensverkürzung dann durchzuführen und sieht es dann nicht als Suizid. Es gibt andere Gedanken dazu, wenn man das sehr eng betrachtet, Herr Alt-Epping macht das zum Beispiel und sagt, wenn man das jetzt richtig anschaut, dann ist doch bei ganz vielen Menschen dann Aspekt dabei, der ohnehin irgendwie dazu geführt hätte, dass die absehbar auch mal gestorben werden. Und dieses Verzichten auf Essen und Trinken hat ja doch auch einen Hintergrund in der Grunderkrankung, die da ist. Und nur die ganz, ganz wenigen, bei denen sowas alles nicht vorkommt, das sind die, die wir eigentlich betrachten müssen. Und sollen die denn jetzt wirklich
in der Gesellschaft was beeinflussen. Er kommt zu dem Schluss, dass es eigentlich so selten, dass es wirklich jemand tut, der gar nichts anderes sagt. Also vorhin im Beispiel dieser alte Mensch, der keine Grunderkrankung hat, die das Leben verkürzen würde und trotzdem nicht mehr leben möchte. Das wäre das Beispiel dafür. Das ist so extrem selten, dass es eigentlich nicht gerechtfertigt ist, dadurch daraus irgendwelche gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu verändern. Und er beschreibt auch so, dass er sagt, naja, man kann auch sagen, Essen und Trinken, das ist jetzt keine medizinische Maßnahme, aber umgekehrt das durchzuführen, wenn jemand das freiwillig nicht mehr macht, wäre dann doch eine medizinische Maßnahme. Das geht ja aber gar nicht, wenn er das nicht möchte, und deswegen sieht er das auch nicht als Suizid. Das ist wichtig, auch ganz praktisch, rechtlich, was passiert denn, wenn freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken als Suizid gewertet würde. Der Patient verstirbt, es gibt eine Leichenschau und es muss eine Todesbescheinigung geschrieben werden. Und wenn man sagt, das war jetzt ein Suizid, dann würde das bedeuten, dass der Arzt als Todesursache nicht natürlich aufschreiben müsste. Zumindest unklar. Das hieße, er müsste die Kriminalpolizei informieren, die Leiche würde beschlagnahmt, es könnte keine Aufbahrung geben, die Familie würde extrem verunsichert, weil sie das ja gar nicht nachvollziehen kann, weil es ist ja, also ist nichts Schlimmes passiert, der Patient ist gestorben, weil er aufgehört hat zu essen und zu trinken. Das kann zu einer Traumatisierung führen und es könnte rechtliche und versicherungsrechtliche und finanzielle Konsequenzen für die Familie haben. Also es ist gar nicht so ohne, einfach auf dieser juristischen Ebene zu sehen, was ist da wirklich los? Die DGP sagt, die Abläufe des Sterbevorgangs beim freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken sind die gleichen Abläufe wie beim natürlichen Sterben. Wir sehen genau das Gleiche. Und deswegen muss man da auch nicht natürliche Tod oder unklare Todesursache ankreuzen, sondern man kann auf der Sterbebescheinigung ganz normalen natürlichen Tod ankreuzen. Zum Schluss ein Blick auf die Familie und auf die Helfer. Das ist ganz wichtig, wenn jemand einen freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken durchführen möchte, das vorher sehr gut zu besprechen. Denn es kann leicht zu Stress in der Familie kommen und zu Stress bei den Helfern. Das heißt, es geht einmal darum, die Gedanken der Patienten mit der Familie abzugleichen, nochmal zu hören, warum hat er sich so entschieden, wie sicher ist er seine Entscheidung, wie kann es die Familie mittragen. Fragen sind, was hat sich zu dem Entschluss bewogen? Denken Sie lange darüber nach, es soll keine plötzliche Entscheidung sein. Gibt es Zweifel? Wissen Sie, dass Sie auch, wenn Sie begonnen haben, damit wieder aufhören können? Das wären so Fragen, die sich im Rahmen eines Familiengesprächs stellen ließen. Man wird ja erläutern, was zu erwarten ist. Es gibt manchmal völlig falsche Vorstellungen bei denen, die sowas für sich intendieren. Zum Beispiel die Erwartung, ich höre jetzt auf zu essen und zu trinken und 2 Tage später bin ich dann auch sicher tot. Sowas passiert nicht. Man muss informieren über die Maßnahmen, die möglich sind zur Symptomlinderung, aber auch über die Grenzen, die wir haben. Und es geht ganz wichtig darum, nochmal die Familie zu hören und zu schauen, wie denkt die eigentlich? Wie sehen sie die Entscheidung? Gibt es unterschiedliche Einschätzungen in der Familie? Ich habe es persönlich einmal erlebt, dass ein Mensch das für sich entschieden hat. Das war zwar abgesprochen und er hat die Familie informiert, aber die Familie war nicht einverstanden. Wir mussten ja einverstanden sein, er kann das trotzdem machen. Das hat sich aber nicht aufgelöst und die sind in einen richtigen, riesigen Streit geraten. Das war sehr schlimm und es war nicht moderierbar. Wahrscheinlich spielt einfach mit einer Rolle, dass das Essen und Trinken so eine hohe symbolische Bedeutung hat dabei und dass auch dieses, ich sorge für dich, ich kümmere dich, mich um dich, über Essen und Trinken häufig läuft, dass es manchmal schwierig ist, wenn das nicht mehr geht, dieses Kümmern und Sorgen zu zeigen. Das ist unsere Aufgabe dann zu zeigen, was gibt es denn für andere Möglichkeiten. Es ist ein Synonym für Essen und Trinken und es macht einfach die Helfer hilflos und häufig bleibt dann letztlich doch so ein Schuldgefühl über, hätte ich was anders machen können, hätte ich was anders machen müssen, damit es vielleicht doch anders gelaufen wäre und nicht nötig gewesen wäre. Genauso wie die Familie betroffen ist, ist auch das Team extrem betroffen. Auch das habe ich bei unserem Team immer wieder erlebt. Auch da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Wenn wir abstimmen würden, dann würden wir ungefähr 50% unserer Teammitglieder haben, die sagen, das ist doch ein Suizid, das kann man doch nicht machen.
trotz der Argumente, die ich jetzt vorgetragen habe, so. Und die andere Hälfte würde sagen, nein, es ist überhaupt kein Suizid und man kann das gut begleiten, das müssen wir auch und wir sind hier bei Tiefstationen, wir müssen uns um diese Menschen kümmern. Das geht besser, wenn klarer ist, was ist denn da los gewesen und wie ist es dazu gekommen, dass dieser Patient entschieden hat. Das heißt, es ist gut, das Team schon in den Entscheidungsfindungsprozess einzubeziehen. Das geht aber nicht immer. Beispiel, wir hatten einen Patienten, der hat mit seinem 18. Lebensjahr sich überlegt, wenn die Erkrankung, die er als genetische Veranlagung hatte, ausbricht, dann will er nicht mehr leben. Die ist dann mit Anfang 50 ausgebrochen. Er hat das durchgehalten, diese Entscheidung, und wollte das umsetzen. Aber da war ja kein Mensch in den Entscheidungsfindungsprozess eingebunden. Das war extrem schwer, klarzumachen, das ist in Ordnung, der darf das so und das hat seine Berechtigung und wir sollen den gerne begleiten. Das ist wichtig, dann mit den Helfern Vorgespräche zu informieren, zu führen, sie zu informieren über die Hintergründe, sie mitzunehmen, auch zu klären, was brauchen sie, um überhaupt gut begleiten zu können und selbstverständlich auch klar zu haben, das ist eine offene Diskussion und wenn das Team entscheidet, nein, diesen Menschen können wir nicht begleiten, dann hat es das Recht zu entscheiden, wir können den nicht begleiten und dann darf dieser Mensch auch nicht von dieser Gruppe begleitet werden. Es ist auch wichtig, je nachdem, wie häufig das vorkommt, aber in Summe ist es nicht sonderlich häufig zu gucken, wie können wir praktisch, was können wir praktisch tun, wie soll die Symptomlinderung ausschauen, wobei in der normalen palliativmedizinischen Begleitung, was wir tun am Lebensende, passt genauso für die Menschen, die auf Essen und Trinken verzichten. Das ist relativ wenig, was da anders ist. Gut, als Schluss habe ich Ihnen hier ein paar Literaturbeispiele noch gezeigt und wenn Sie mögen, kann ich gerne diese Präsentation zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, wie das von der Akademie geplant war, das hatte ich vorher jetzt nicht abgesprochen, aber von meiner Seite wäre das möglich. Und dann würde ich gerne schließen mit Fragen, die Sie vielleicht in der Gruppe dann bearbeiten können. Wenn Sie mögen, kann ich Fallbeispiele einbringen, an denen Sie arbeiten können, aber ich glaube, Sie haben alle wahrscheinlich auch Erfahrung damit, so wie ich das vorhin hörte, kommen Sie ja alle aus diesem großen Gebiet Hospizarbeit und Palliativmedizin und von daher, glaube ich, können Sie gut mit Ihrer eigenen Erfahrung arbeiten und vielleicht diese Fragen einfach dann in der kleinen Gruppe durchgehen. Ganz vielen Dank.